Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Tipps. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen, denn viele meiner Zuschauer noch nicht abonniert. Heute geht's weiter mit den Drachenglyphen aus den schallenden Tiefen. Und ich habe euch wie immer die perfekte Route zusammengestellt, damit ihr am Ende auch den Erfolg des Glyphenjägers und den Erfolg für die Erkundung bekommt. Wir starten in Gundahagas. Das ist direkt am Eingang. Hab mir halt gedacht, ist für euch wahrscheinlich auch am einfachsten. So, dann sammeln wir hier direkt noch die nächste Glyphe ein, und zwar in den verlorenen Minen. Und da müsst ihr gucken, fliegt jetzt sehr senkrecht nach oben. Deswegen habe ich hier auch noch nicht vorgespult. Ja. Nehmt ruhig die Koordinaten zur Hand, die blende ich immer oben links ein. Und natürlich findet ihr die auch in der Videobeschreibung. Jetzt fliegen wir zum Außenbereich des Steingewölbes. Das ist so eine Art riesige Mine. Schmiede meine ich. Genau, hier haben wir es. Und die ist noch ganz einfach zu finden. Die nächste Glyphe, Freunde, hat es aber in sich. Deswegen muss ich hier leider auch einen Cut machen. Ich zeige euch aber auf der Map, wo ich gerade bin und wo ich hin will. Der zirpende Bau ist so bescheuert zu finden, deswegen machen wir jetzt auch mal gerade Stopp. Ja, ihr fliegt bitte hier rechts vorbei. Und wenn ihr da rechts rumfliegt, dann kommt ihr zu folgender Szene. Das ist ein Wasserfall. Und oben auf dem Wasserfall ist die Glyphe. Nehmt die Koordinaten zur Hand. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Ich zoome jetzt mal ein bisschen rein. Denn das Ding ist so ultra schwer zu finden. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde gesucht danach. Okay, damit euch das nicht passiert, schaut euch das Video auf jeden Fall an. Gut, wir machen weiter und fliegen in die grollene Einöde. Hier habe ich ein bisschen vorgespult. Nicht wundern, ich habe mich hier einmal im Kreis gedreht. Ihr fliegt einfach geradeaus. Ihr seht es auf der Map. Zur Not macht mal Pause. Und da haben wir schon die nächste Glyphe. Genau, die Folgen sind alle gar nicht mehr so furchtbar schwierig. Kann ich euch schon mal Entwarnung geben. Ihr haltet hier unten auf dieses Tor zu, fliegt da durch und die nächste Glyphe ist oben auf diesen Brücken, will ich mal sagen. Taucht einfach hier nochmal ab und jetzt müsst ihr nach oben fliegen. Und da seht ihr die Glyphe schon oben auf diesen Brücken. Sehr gut, das war die Tellochmine und jetzt geht es weiter zur Abyss-Ausgrabung, und zwar ist es bei 6394 und das ist quasi ganz im Süden der Karte, ist aber sehr gut zu finden. Sackt die einfach ein und dann könnt ihr im Grunde einen U-Turn machen und zurückfliegen Richtung, ja, ich sag mal Nordwesten. Haltet euch einfach hier links an der Wand so ein bisschen. Ich habe auch mal rüber geguckt, was da sonst noch so ist. Und wir fliegen zur lebenden Grotte. Da kommt ihr automatisch hin. Und hier oben, wo diese blauen Streifen oder Spinnenweben oder was das sein soll, von der Decke hängen, da findet ihr dann die nächste Glyphe. Gut, das hier könnt ihr ignorieren. Ich wollte da erstmal runterfliegen, habe dann aber gemerkt, das ist irgendwie ein Ausgang oder so. Und da will ich noch gar nicht hin. Denn wir fliegen tatsächlich schon zur letzten Glyphe, zu den Wasserwerken. Ist ein langer Weg. Ich habe es extra nicht schnell gemacht, weil es doch sehr verwinkelt ist, wo ich jetzt lang fliege. Im Grunde fliegt ihr diesen ganzen Weg hier nochmal zurück. Müsst nur hier an der richtigen Stelle euch links halten. Dann kriegt ihr eigentlich auch schon den Erfolg für das Entdecken des Gebiets. Und hier oben versteckt sich eure letzte Glyphe. Habt ihr alles richtig gemacht? Habt ihr nun den Erfolg des Glyphenjägers und den Erfolg für die Erkundung der schallenden Tiefen? Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, bis bald, euer SkyMax. Ciao. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesem Video einfach eine positive Bewertung da lassen.